Herzlich willkommen zu E-Movotion, dem E-Mobility-Podcast. Unser Thema heute ist die Batterie, das wichtigste Bauteil in einem Elektroauto. E-Movotion, der E-Mobility-Podcast. E-Movotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft. So, herzlich willkommen in diesem wunderbaren Podcast. Mit dabei ist wieder Michael Scharnberg. Ich grüße dich, Michael. Ja, moin moin, ich grüße euch. Und Wolfgang Paul ist auch mit dabei. Ja, hallo ihr Lieben, live von der Farbe. Letztes Mal war sie zu Gast, jetzt ist sie Teil des Teams. Herzlich willkommen, Julia Maulhardt. Wir haben dich eingeladen als Teammitglied. Immer dann, wenn die Jessica fehlt, dann brauchen wir wieder eine weibliche Stimme, dann bist du unsere weibliche Stimme. Einverstanden, Julia? Ich bin bereit. Wunderbar, sehr schön. Und wir haben heute einen Gast, denn es geht heute um Batterien. Und um ganz ehrlich zu sein, mit Batterien kenne ich mich nicht aus, weil ich bin weder Chemiker noch Physiker noch sonst irgendwie was, Ingenieur oder so. Ich kenne mich damit null aus. Ich weiß, mein Akku, also der Akku in meinem Auto ist ein Lithium-Ionen-Akku. Mehr weiß ich aber auch nicht. Ich weiß auch, den sollte man nicht auf 100% laden und solche Geschichten. Aber einer, der sich damit wirklich gut auskennt, das ist Tom Bötticher. Ich grüße dich, Tom. Du bist Chemiker, ne? Hallo Leute, ja, danke für die Einladung. Genau, ich habe Chemie studiert und mich während meines Studiums quasi auf Energiespeicher spezialisiert. Das heißt, die Fragezeichen, die du vielleicht noch hast, Jerome, die kann ich vielleicht heute beantworten. Hoffe ich doch. Das hoffe ich doch sehr. Und du hast auch einen eigenen Podcast, ist das richtig? Ich habe einen YouTube-Kanal. YouTube-Kanal, auf dem ich über Batterien rede, Elektromobilität und mir das Ganze wirklich mit wissenschaftlich angucke, mit Studien belege und ein paar mehr Einblicke gebe, als es oft so der Fall ist, wenn man über Batterien sonst redet. Im Moment, die Batterien, die wir verwenden für unsere Elektroautos, das sind meistens Lithium-Ionen-Akkus oder LFP-Akkus, aber das sind nicht die einzigen Batterien, die es gibt. In der Entwicklung gibt es gerade ganz andere Batterien. Darüber wollen wir auch sprechen, nämlich Natrium-Ionen-Batterien. Die gibt's aber noch nicht zu kaufen, ne? Die werden im Moment entwickelt, auch von euch. Richtig, genau. Ich habe mit einem Kumpel von mir eine Firma gegründet, die quasi ja die Energiespeichermaterialien für diese Akkus entwickelt. Ich muss nochmal kurz zurückkommen, weil auf meinem Kanal mache ich das ja immer so, dass ich quasi so ein paar Missverständnisse über Akkus aufkläre. Und du hast gerade tatsächlich eins gesagt, und zwar habe ich schon wieder was falsch gemacht. Du hast unterschieden zwischen Lithium-Ionen-Akkus und LFP-Akkus. Das sind beides Lithium-Ionen-Akkus. Also LFP ist okay. Auch Lithium-Ionen. Da gibt es verschiedene Chemien und da gibt es zum Beispiel NMC oder LFP. Und genau, wir arbeiten quasi an einer alternativen Akkutechnologie, die nicht Lithium verwendet, sondern als Leichtmetall auf Natrium basiert. Natrium kommt 1000-mal häufiger in der Erde vor, ist dementsprechend günstig, ist einfach abzubauen, auch in Europa, und deshalb ein super spannendes Thema. Und wie du schon gesagt hast, das Thema ist noch recht klein, also es hat noch geringe Marktanteile, aber man kann tatsächlich heute schon Zellen kaufen, auch aus Europa. Stichwort, du sagst Europa. Bisher ist es ja so, dass, was Batterien betrifft, ganz, ganz, ganz weit die Nase China vorne hat. Da kommen die günstigsten Batterien, da kommen die besten Batterien her. Europa hat da ein bisschen das Nachsehen. Können wir das jetzt bei den neuen Batterien besser hinbekommen? Das ist eine sehr gute Frage. Also Europa liegt meilenweit zurück und es gibt das Problem bei Natrium-Ionen-Akkus, dass sie ja eigentlich die Möglichkeit bieten sollten, dass wir uns auch eine eigene Lieferkette aufbauen. Weil Natrium gibt es auch in Europa viel. Die Möglichkeit gäbe es. Das Problem ist, auch hier sehen wir gerade wieder, dass wir in eine Abhängigkeit geraten können, denn die größten Weiterentwicklungen bei Natrium-Ionen-Akkus, die passieren leider gerade auch in China. Und das ist der Grund, warum wir aufholen wollen und warum wir ja quasi das Zepter jetzt selbst in die Hand nehmen und unsere eigenen Akkus herstellen wollen. Wir sind natürlich noch ganz am Anfang, ja. Wir sind jetzt kein riesiges Akkuunternehmen, was einfach mal so sagen kann, hey, jetzt innerhalb eines halben Jahres bauen wir eine Fabrik auf und dann läuft das mit den Natrium-Ionen-Akkus, sondern wir fangen da ein bisschen langsamer an. Aber das, was wir gerade machen, ist hochspannend und das hält durchaus auch mit dem, was in China passiert. Es ist, kann ich gleich nochmal ein bisschen genauer erklären. Es geht eigentlich nicht um die fertige Zelle am Ende, also wir produzieren keine Zellen, sondern die Energiespeichermaterialien, also quasi das Material
für die Anoden und die Kathoden. Wir haben eben über LFP geredet, Lithium-Eisenphosphat. Ein ähnliches Material produzieren wir quasi für die Natrium-Ionen-Akkus. Kannst du mir mal sagen, wo die herkommen? Also wo der Abbau und wie der Abbau funktioniert und ob wir auch in Deutschland abbauen können? Ich glaube, das ist ja auch eine zentrale Frage. Ja, es gibt ja immer so, wenn sich Leute ganz einfach machen, dann sagen sie, ja, Natrium benutzt ja jeder von uns in unserem Kochsalz. Gibt es ja eigentlich wie Sand am Meer oder ja, wie Salz im Meer. Das würde es wahrscheinlich treffen, passen. Aber die Wahrheit ist natürlich auch, du kannst nicht Salz nehmen und das in deinen Akku werfen und dann funktioniert der, sondern das ist natürlich eine chemische Natriumverbindung, die da am Ende rauskommt. Aber wenn du die komplette Lieferkette quasi zurückverfolgst, dann kann auch Kochsalz tatsächlich am Anfang stehen. Ne? Aber es ist halt so, dass dort, wo hohe Konzentrationen von Lithium auftauchen, kommen meistens auch hohe Konzentrationen an Natrium vor. Aber Natrium gibt es eben viel häufiger, viel weit verteilter auf dem Planeten. Und je höher die Konzentration eines Elements quasi ist im Gestein oder wo man es auch immer findet, desto einfacher ist es natürlich, das abzubauen. Und eigentlich auch desto umweltfreundlicher, denn je weniger Steine du sozusagen aus dem Boden holen musst und je höher die Konzentration von dem ist, was du rausbekommen willst, in unserem Fall Natrium, ja, desto weniger musst du quasi in der Natur umwälzen. Jetzt habe ich mal gesehen, wir sind ja mit 650 Euro pro Kilowattstunde eingestiegen. Also das waren ja mal so Preise, die so fixiert worden sind, wie die Prototypenherstellung so angefangen hat. Und dann sah man mit einem Eisenphosphat, der übrigens einen Penetrationstest ja überstanden hat, so wie ich mal gelesen habe, nicht so schnell brennbar ist und höchstens eine Zellbeschädigung hatte. Und dann ging das runter auf einen Preis unter 100 Dollar pro Kilowattstunde. Jetzt vernehme ich ja gerade, Natrium-Akku, wir wissen, ist ein häufiges Teil, was man in der Erdkruste findet. Und wie würden denn die Zukunftspreise denn aussehen? Würde das noch weiter sinken? Ich würde es ja mal vermuten. Also man kann schon sagen, dass der Erfolg von Natrium-Akkus quasi am Misserfolg von Lithium-Ionen-Akkus auch abhängt. Du sagst es ganz richtig, der Preis ist gerade extrem niedrig von Lithium-Carbonat, also quasi dem chemischen Produkt, was man nutzen muss, um Lithium-Ionen-Akkus herzustellen. Und das ist natürlich ein Problem, weil dann könnte man sagen, ey, Natrium-Ionen-Akkus, die können ja jetzt gar nicht mehr so viel günstiger sein. Und das Problem gibt es tatsächlich, denn wenn wir darüber reden, dass Natrium-Ionen-Akkus später mal günstiger werden als Lithium-Ionen-Akkus, dann reden wir immer von der Perspektive, dass sie auch im gleichen Maßstab produziert werden. Gerade ist es tatsächlich noch so der Fall, dass Natrium-Ionen-Akkus teurer sind als Lithium-Ionen-Akkus, denn sie werden eben noch gar nicht in diesem Maßstab produziert. Ja, perspektivisch ist es aber so, weil die Zellmaterialien einfach so günstig sein werden können durch Natrium, dass man schon davon ausgehen kann, dass später trotzdem noch auf Zellebene 30-40% der Kosten eingespart werden können. Das ist heute aber noch nicht der Fall. Dafür braucht es jetzt eben eine Massenproduktion und genau daran arbeiten wir in unserem Startup. Und du hast noch eine wichtige oder eine interessante Sache erzählt. Die Geschichte habe ich auch auf meinem YouTube-Kanal erzählt. Und zwar hat mein Professor, ich habe ja auch vor 2 Jahren in Kanada für Tesla geforscht, und mein Professor, der hat damals den Martin Eberhard kennengelernt, den ursprünglichen Gründer von Tesla. Wissen ja auch nicht alle, dass Elon Musk Tesla nicht gegründet hat. Und damals ist dann mein Professor zu diesem Gründer von Tesla gegangen, hat sich quasi den Tesla Roadster angeguckt und hat sich da rumführen lassen. Und der Gründer hat damals erzählt, Leute, diese Lithium-Ionen-Akkus, die sind so super, wir erreichen heute schon so gute Reichweiten, das war 2008, das Einzige, was passieren muss, der Preis muss runter. Und dann meinte er zu Jeff, mein Professor, Jeff, ihr müsst die Akkus nicht besser machen, ihr müsst sie günstiger machen. Und das ist seitdem so ein bisschen in seinem Kopf geblieben und bis heute arbeitet er daran. Und wie du schon richtig sagst, diese Lithium-Eisenphosphat-Batterien, die haben eben einen wesentlichen Anteil oder einen wesentlichen Teil dazu beigetragen, dass Lithium-Ionen-Akkus wirklich so günstig geworden sind. Denn ja, die haben nichts anderes gemacht, als quasi teure Rohstoffe wie Nickel und Kobalt aus dem Akku rauszunehmen und mit günstigeren Rohstoffen wie Eisen zu ersetzen. Und dadurch sinkt der Zellpreis. Und genau das Gleiche machen wir jetzt quasi mit Natrium-Ionen-Akkus. Der nächste Schritt, sozusagen den verbleibenden teuren Rohstoff, das Lithium, mit einem noch günstigeren Rohstoff zu ersetzen. Jetzt wird ja die ersten Kritiker kommen und sagen, ja, aber der Lithium-Ionen-Akku, der hat ja eine bestimmte volumetrische Dichte. Es gibt ja immer Vergleichsangaben, die man
nebeneinander stellen muss. Und wie sehen denn diese dichten Verhältnisse denn aus, um so eine Leistungsangabe zu machen? Weil China, so, ich habe irgendeinen Bericht gelesen, die wären dann irgendwann bei 600 Wattstunden pro Kilogramm. Und wie sehe das im Vergleich aus? Und was kriegt man dann mit Natrium? Ja, daneben? Ja, da wird immer viel versprochen. Lass uns mal anschauen, wo Lithium-Ionen heute ungefähr sind. Also es ist richtig und das sagen wir auch immer und das ist mir auch ganz wichtig als Gründer, dass wir nicht diese Firma werden, die irgendwelche unrealistischen Versprechen macht und sagt, unsere Technologie ist die beste. Nein, das sage ich überhaupt nicht. Ich sage, Natrium-Ionen-Akkus, die haben Vorteil, perspektivisch günstiger zu sein, aber die haben auch den Nachteil, elektrochemisch hält nichts mit Lithium-Ionen-Akkus mit. Ist einfach so. Das heißt, wie du schon richtig sagst, die Energiedichte ist geringer. Das heißt, man speichert weniger Energie auf gleichem Raum. Also hätten wir eine gleich große Batterie in einem Auto, was Natrium-Ionen-Akkus statt Lithium-Ionen-Akkus verwendet, dann kann man damit rechnen, dass man eine etwas geringere Reichweite zum Beispiel hat. So, jetzt gibt es aber auch ein paar Vorteile und ein paar Nachteile. Zum Beispiel im Winter, die Kältestabilität von diesen Natrium-Ionen-Akkus ist deutlich besser. Das heißt, im Winter könnte es sogar sein, dass die Energiedichte höher ist im Vergleich zu zum Beispiel Lithium-Eisenphosphat-Batterien. Und ja, rein in der Theorie kann man auf ähnliche Energiedichte auf Systemen, auf ähnliche Energiedichten auf Systemebene kommen mit Natrium-Akkus, wie das Lithium-Eisenphosphat-Akkus erreichen. Das Problem ist, Lithium-Ionen-Akkus, die sind bereits seit 30 Jahren auf dem Markt. An Natrium-Ionen-Akkus wird erst so richtig intensiv seit 10 Jahren geforscht. Die sind natürlich einfach hinten dran und da muss man einfach sehen, wie es sich weiterentwickelt. Ja, aber eine ganz wichtige Sache, die dazu zu sagen ist, ist, dass die allergrößten Sprünge in der Energiedichte, in der Lithium-Ionen-Technik in den letzten Jahren nicht auf Materialebene passiert sind, sondern quasi auf Systemebene. Das heißt, man hat gelernt, wie baue ich die Batteriezellen effizienter, dass da quasi mehr Energie reinpasst. Wie verbaue ich diese Zellen besser in dem Akku-Pack, dass die effizienter dort drin liegen, man Platz und Masse spart und dadurch die Reichweite erhöht bekommt. Ne? Und so ist es heute so, dass selbst die Lithium-Eisenphosphat-Akkus, die man früher quasi so abgestempelt hat, wenn man gesagt hat, ja, die haben zu wenig Energiedichte, dass die heute quasi in jedem E-Auto eingesetzt werden oder in vielen E-Autos, weil man gemerkt hat, hey, das reicht ja doch. Und das ist so ein bisschen die Perspektive, die ich sehe für Natrium-Ionen-Akkus. Wie ist denn das mit dem Gewicht? Interessanterweise, und das wissen wirklich die wenigsten, geht es, wenn wir um die Nachteile von Natrium-Ionen-Akkus reden, vor allem um die Energiedichte, das heißt bezogen auf das Volumen. Die spezifische Energie, das heißt die Energie pro Gewicht, kann genau die gleiche sein wie bei Lithium-Eisenphosphat-Akkus. Tatsächlich ist es so, dass wir in unserer Firma, Litona heißt die übrigens, gerade sogenannte Preußisch-Weiß-Kathoden herstellen, die heute schon die gleiche spezifische Energie haben wie Lithium-Eisenphosphat. Also das Gewicht ist nicht wirklich der Grund. Das Problem ist die Energiedichte. Unser Material ist deutlich, man könnte sagen, fluffiger als Lithium-Eisenphosphat, was ein Nachteil ist. Jetzt gibt es aber noch ein Aber, und zwar, wenn die Energiedichte geringer ist, dann hat man einen größeren Akku und dann braucht man am Ende doch ein bisschen mehr Verpackungsmaterial, man braucht ein bisschen mehr Elektrolyt. Das heißt, am Ende wird das Gewicht wahrscheinlich trotzdem doch noch ein bisschen höher sein. Aber nur, um das mal kurz festzuhalten, das Gewicht ist nicht der große Nachteil, es ist wirklich das Volumen. Wir sind ja sehr hoffnungsvoll, das klingt ja alles sehr hoffnungsvoll alles. Man guckt in diese Tabelle der größten Hersteller von Akkus. Das sind im meisten Fall sind es ja Asiaten im asiatischen Raum. Die großen BYD, Kattel und wie die alle heißen, Panasonic und es gibt ja sehr namhafte. Wo würden wir uns denn einordnen können in der Zukunft? Gibt es da Hoffnung, dass wir auch mal in die Tabelle dann reinkommen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also das Problem ist, welchen Vorteil hat eigentlich China? Also sind die irgendwie schlauer als wir oder keine Ahnung, was können die eigentlich besser? Was China extrem gut kann, ich würde sagen, sind zwei Sachen. Erstens, die sind so erfahren in der Akkuindustrie, dass die quasi genau wissen, welche Geräte sie kaufen müssen, wie sie die zusammenbringen, wie sie die einstimmen müssen. So eine Fabrik in China kann innerhalb eines halben Jahres gebaut werden. Bei uns unmöglich. Wir müssen dieses ganze Wissen erst aufbauen. Bei uns kann das bis zu 5 Jahre dauern, bis eine gute Fabrik steht. Und wir haben noch kein gutes Beispiel an einer wirklich großen Fabrik in Europa. Das heißt, ja, da gibt es sicherlich tolle Voraussagen. Ich sag euch ehrlich, ich kann da keine seriöse Angabe zu machen. Wenn wir mal so in die geplanten Projekte gucken, dann ist es tatsächlich so, dass wir sehen, dass ungefähr 2030, 2040 rum 10% der Kapazität oder sogar ein bisschen mehr aus Europa kommen könnte.
ob das wirklich passiert oder ob wir bis dahin komplett abgeschlagen sind oder ob wir es schaffen, eine andere Technologie zu entwickeln, die bei uns viel besser läuft, das wird sich erst noch herausstellen müssen. Ne? Die Hoffnungen sind groß, aber es wird richtig, richtig, richtig schwer. Denn mein Mitgründer sagt es immer so, um aufzuholen, müssen wir schneller rennen als die, die vorne sind. Und das sehe ich gerade noch nicht, um ehrlich zu sein. Das ist ein Anspruch, ja. Aber, aber um noch mal was anderes zu sagen, was eigentlich unser Hintergrund ist als Litona. Also wenn ich das jetzt so ein bisschen pessimistisch sage, so glaube ich nicht an uns oder was ist hier eigentlich los? Wir stellen, wie gesagt, nur die Energiespeichermaterialien für Natrium-Ionen-Akkus her. Natrium-Ionen-Akkus haben den riesigen Vorteil gegenüber anderen Zukunftstechnologien, die immer im Raum stehen, wie Feststoff-Akkus, Schwefel-Akkus oder sowas, haben den riesigen Vorteil, dass sie eine Drop-In-Technologie sind. Also in der Theorie können die gleichen Fabriken genutzt werden, die heute Lithium-Ionen-Akkus produzieren, um Natrium-Ionen-Akkus zu produzieren. Der wirklich fehlende Part, und das haben mein Mitgründer und ich quasi so ein bisschen schmerzlich herausfinden müssen, als wir bei Tesla waren, ist, dass es noch nicht im Massenmaßstab diese Energiespeichermaterialien für die Anode und die Kathode gibt. Das ist wirklich gerade der Missing Part in der Industrie. Und das ist eben der Grund, warum wir das produzieren und warum wir daran arbeiten. Ne? Und was wir am Ende machen, ist quasi chemische Industrie sein, also Chemikalien herstellen. Und naja, da sind wir jetzt, würde ich sagen, in Europa noch nicht ganz abgeschlagen. Und da gibt es immer Möglichkeiten, weil ich meine, die Riesenchance ist ja nur, dass wir am Ende nicht nur günstigere Batterien produzieren, sondern vor allem, dass wir es irgendwie schaffen, ein bisschen autonomer zu werden. Weil sobald wir einen großen geopolitischen Konflikt haben und unsere ganze Autoindustrie geht auf Elektromobilität, dann haben wir wirklich ein Riesenproblem, sobald wir uns ernsthaft politisch zum Beispiel mit anderen Kontinenten, so sage ich jetzt mal vorsichtig, anlegen. Und diese riesige Chance sehe ich also auch für unser Unternehmen. Ne? Dass wir am Ende vielleicht sagen, hey, vielleicht ist es am Ende ein ähnlicher Preis, aber sobald der Druck auf die Lithium-Ionen-Akku-Industrie höher wird, sind unsere Batterien quasi im Vorteil und dann hätten Autohersteller zum Beispiel oder Heimspeicherhersteller oder andere Zellimplementierer die Chance, auf Natrium-Ionen-Akkus umzuwechseln, die quasi zu substituieren kurzfristig. Haben wir eigentlich in Europa noch die Möglichkeit, da wir eben vor ganz vielen Jahren geschlafen haben, die Rohstoffe zu sichern? Ja, das ist eine extrem schwierige Frage, weil China da wirklich in der Macht ist einfach. Haben sich sehr viele Minen sehr früh gesichert. Übrigens hatte Deutschland damals quasi die Rechte an einer der größten Lithium-Minen der Welt, aber es wurde dann später ins Ausland verkauft, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ich wüsste nicht, warum wir keine Chance haben sollten. Also die Hoffnung ist immer da. Ich meine, wir sind gut, was Wissenschaft angeht, wir sind gut, was Maschinenbau angeht, aber es wird richtig, richtig hart. Die Rohstoffe, das ist ja das, wo viele schon vor 20 Jahren ihr Fähnchen reingesteckt haben, das ist ja der Punkt. Die Sicherung der Rohstoffe, sind wir da? Früher haben wir viele Dinge mit Geld gesichert, dass wir gesagt haben, oh, wir kaufen uns hier ein, wir kaufen uns da ein. Aber um die Rohstoffe günstig einzukaufen, um dann am Ende des Tages günstige Akkus zu produzieren, sind wir da noch in der Lage zu? Das war eigentlich so meine Frage. Im Grunde ja. Also wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, uns natürlich auch Minenrechte zum Beispiel in Chile oder anderswo zu sichern. Ne? Erscheint auch immer wieder in den Nachrichten, da ist BMW dann dran, VW, die machen riesige Verträge. So, Weiterverarbeitung findet fast nur in China statt. Wie können wir das verhindern? Gerade wird die erste Lithium-Weiterverarbeitungsanlage in Bitterfeld-Wolfen in Ostdeutschland aufgebaut, in ganz Europa. Das heißt, hier haben wir die Möglichkeit, langsam eine Produktion aufzubauen. So, reicht noch lange nicht um 2030, um unsere Gesamtkapazität quasi abzudecken, aber immerhin könnte es ein bisschen Druck abnehmen. Ne? Aber erstmal muss das erfolgreich gelingen, auch zu einem guten Preis. Das muss sich natürlich auch erstmal herausstellen. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben die Möglichkeit, aber es wird schwierig, weil wir eben Nachteile haben. Das heißt, wir müssen natürlich auch gucken, wie wir irgendwie durch Innovation, Automatisierung irgendwie einen Vorteil erlangen, weil am Ende wird immer der Business Case entscheiden. Es wird sich kein Autohersteller auf der Welt sagen, wir meinen es gut und wir kaufen jetzt einfach Batterien dreimal so teuer ein, weil irgendwie die Leute sagen, ja, es ist schöner, wenn es aus Deutschland kommt. Das wird nicht passieren. Das heißt, ja, es geht nur durch Innovationen und
durch harte Arbeit, hoffentlich durch Bürokratieabbau und hoffentlich durch den schnellen Aufbau und dass den Leuten klar ist. Manchmal habe ich so ein bisschen das Eindruck bei den ganz großen Autoherstellern, dass die Leute sich so ein bisschen zurücklehnen können, weil sie auch sagen können, keine Ahnung, ich habe hier einen sicheren Job, aber den Leuten muss, glaube ich, klar sein, wir müssen jetzt alle wirklich eine sehr, sehr große Kraftanstrengung hinkriegen, sonst werden wir ganz bitter abgehangen und dann sieht es wirklich, wirklich schlecht aus. Ich würde da gern mal als Betriebswirtin und Volkswirtin einhaken, weil also alles in der Welt hat einen Wert. So, und wenn wir meinen, wir müssen immer nur auf diese Billigschiene gehen, dann haben wir ein Problem, weil billig heißt nur, dass es im monetären Sinne erstmal günstig ist. Was an Folgekosten, also ich sag mal Sozialstandards, Umweltstandards und so weiter da reinfließt, das hat auch einen Preis und auch einen Wert und das holt uns jetzt auch ein mit irgendwelchen Unwettern oder Klimageschichten. Das ist ja unser Antrieb, weswegen wir sowas machen. Also ist ja eigentlich der Fokus, den Leuten das vorzuführen und zu sagen, okay, wenn ihr denn mal einen Akku in welcher Größe auch immer kauft, kauft ihn möglichst so, dass ihr nicht die Reichweitenangst damit kompensiert, also nicht den nächstgrößeren Akku, sondern seid euch bewusst, dass ihr den, dass der kleine reicht und so weiter. Also die Themen haben wir ja alle schon, kennen wir ja alle schon. Aber das Thema ist ja eigentlich, wir können das in Deutschland tatsächlich selber. Wir haben ein Lithiumvorkommen im Erzgebirge. Wir haben die Fähigkeiten, da eine Industrie hinterzupacken, die die Zellen produzieren. Wir haben die Arbeitskräfte, haben wir. Wir haben die Ingenieure. Wir wissen, was wir da tun. So, aber wir haben eben nicht das Günstige, weil wir auf alle Standards setzen. Wir machen alles in Grün, wir machen alles in Sozialstandards. Das ist auch alles gut. Ich will da überhaupt nicht drüber reden. Aber wir müssen eben auch wissen, dass China und alle anderen Länder auf Kosten, was auch immer, arbeiten und dann eben diese günstigeren Materialien hierher kommen, weil sie eben durch Umweltstandards, durch Arbeitsbedingungen und so weiter tatsächlich schwierig geworden sind. Julia, da hast du grundsätzlich recht, aber jetzt überlegen wir mal, wir haben schon ein Problem, den Windkraftstrom nach Bayern zu kriegen, weil wir eben keine Überlandleitung, keine Unterlandleitung und so weiter wollen. Und jetzt am Ende des Tages müssen wir ein bisschen mehr bezahlen für die Standards. Das sehe ich ein. Und das, ich glaube, das würden auch viele Leute tun. Aber haben wir, das war die Eingangsfrage zum Tom, haben wir überhaupt noch die Möglichkeit, in dieser Liga mitzuspielen? Ist es überhaupt noch gegeben, dass wir überhaupt noch dort eine Möglichkeit haben? Und dadurch, dass viele Minen schon in vor 20 Jahren, sag ich mal, das Fähnchen China, das Fähnchen Tesla beziehungsweise Amerika sich gesichert haben, haben wir überhaupt noch die Möglichkeit, in dieser Liga mitzuspielen? Das war eigentlich genau diese Frage. Und wenn wir die Möglichkeit haben, ist es wahrscheinlich etwas teurer, aber wir erfüllen eben menschenwürdige Standards. Das ist die Frage genau an Tom gewesen. Also ich würde mich, bevor bestimmt Tom sich bestimmt nochmal dazu äußert, auch mal da was zu sagen. Ich glaube, wir haben die Chance. Ich glaube, du hast es ja angesprochen, Tom, du sagtest, natürlich haben wir die Chance. Und ich glaube, die Firma, die ihr ja gründet mit diesem Nahturm-Gedanken, der zeigt ja, dass diese Innovation auch bei jüngeren Leuten, die sind ja da. Es gibt ja immer Ausbrecher, genau wie die Energieversorgung. Ich habe mal gelesen, es gab irgendwo eine Dorfgemeinschaft, die hat das mittlerweile geschafft, dezentral zu verwalten. Die sind gar nicht an lange Leitungen gegangen, sondern die schaffen das mit einer Speichertechnik. Der Gedanke, billiger zu werden oder eine ganz andere Technik, wie du das jetzt auch genannt hast, mit Natrium, ich glaube, das ist ja einer der Wege, die man gehen kann, sagen, ich breche hier aus, ich mache was in eine Zukunftstechnik, wo ich genau weiß, Der Preis war ja immer so wie ich es verstanden habe, er muss eine gewisse Parität des Verbrenners, die muss erreicht werden. Wenn die noch mit Natriumbatterien, so würde ich das jetzt interpretieren, sogar noch unterlaufen wird in eine Volumenherstellung, wo Natrium vielleicht einen Preis, auch wie ich mal mitbekommen habe, von $35 pro Kilowattstunde erreicht, das wäre ja ein Traum. Deshalb finde ich das fantastisch. Tom hat ja eben gerade einen Satz gesagt, wenn andere schon angefangen haben zu laufen, dann müssen wir schneller laufen. Oder wir müssen eine Abkürzung kennen. So, also wir müssen einen anderen Weg gehen als der ursprüngliche, in dem ich einfach nur mit Tempo hinterher muss. Also ich bin eigentlich immer deswegen erfolgreich gewesen, weil ich
andere Dinge gemacht habe als andere, weil ich andere Wege eingetreten habe und andere hinter mir hergelaufen habe, um mich geschart habe und so. Und wenn ich mit guten Argumenten, die hat Tom in seiner Technologie ja auch, ne, zu sagen, okay, wir haben das hier in Deutschland, wir machen das aus Rohstoffen, die hier auch vorkommen und so weiter. Dann haben wir einen anderen Weg, damit haben wir eine andere Zielgruppe, damit haben wir nicht dieses China-Thema, ja, und wenn Kriege entstehen und wir jetzt mit der Bundeswehr die Straße von Taiwan absichern müssen, damit wir Speicherchips oder was auch immer aus China oder aus Taiwan kriegen, das muss man ja theoretisch auch reinrechnen. Das macht nur keiner. Ja, so unsere Steuergelder gehen ja trotzdem dahin. So, und deshalb muss man eben einfach sehen, gehe ich den Weg weiter, ne? So, oder erfinde ich was Neues oder wie mache ich das eigentlich? Und deshalb die Frage, ich denke schon, dass wir in Europa so schlau sind, wir haben einen schlauen Kopf heute hier, der eben sagt, okay, gut, wir gehen dann mal einen anderen Weg. Also die Hoffnung aufzugeben und die pessimistische Frage zu stellen, die sollten nicht wir stellen, sondern die Gegner. Aber da haben wir jetzt Lösungen und das ist immer mein Ansatz. Ich glaube, da kann Tom auch noch mal ein bisschen mehr zu erzählen. Das große Problem ist, und das ist eigentlich auch eine Antwort auf Michael, dass in China gerade ganz viel auch unter den Produktionskosten verkauft wird. Der Markt wird gerade extrem überspült. Es wurden Überkapazitäten ohne Ende aufgebaut. Und jetzt heißt es in Europa direkt, ne, wir hatten vor 2-3 Jahren noch einen richtig hohen Lithium-Carbonat-Preis. Jetzt ist der Preis gerade runter und ist ja klar, weil es geht viel um Investitionen, es geht viel um Risikomanagement. Ich verstehe das ja alles aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Aber trotzdem müssen wir, wenn wir langfristig gucken, halt auch sagen, warte mal, so lassen wir uns jetzt sozusagen vom Markt fischen? Also ein paar Jahre der Unsicherheit und schon sind wir weg? Also wie ernst haben wir es denn dann von Anfang an eigentlich gemacht? Denn auch chinesische Hersteller können nicht über 3 Jahrzehnte lang jetzt zu den Preisen verkaufen, was sie gerade verkaufen. Das heißt, wir müssen weitermachen. Das ist übrigens auch gerade bei den Natrium-Ionen-Batterien zu sehen. Vor ungefähr 2 Jahren, als CATL das erste Mal so die große kommerzielle Natrium-Ionen-Zelle angekündigt hat, war ein riesiger Hype, weil der Lithium-Carbonat-Preis gerade hoch war. Jetzt, wo der Lithium-Carbonat-Preis gerade niedriger ist, ist Natrium-Ionen, das Thema ist so ein bisschen uninteressanter geworden. Und ich denke mir so, Leute, ihr müsst doch mal langfristig denken. Der Preis wird nicht immer so günstig bleiben und wir müssen gucken, dass wir durch Innovationen eben noch nach vorne kommen. Also ich stimme euch irgendwie beiden zu, dass wir ein extremes Problem haben, weil China gerade so viel günstiger produziert und wir so weit abgeschlagen werden, dass wir gerade noch nicht mal darüber reden können, welchen Preis erreichen wir gerade, weil die Produktion steht noch gar nicht. Und andererseits sehe ich es ein bisschen wie Julia, dass wir halt nicht, sobald es die erste Unsicherheit im Markt gibt, sagen können, wir blasen alle Projekte ab, denn diese Probleme werden wiederkommen und Lithium-Ionen-Akkus werden auch wieder teurer werden und der Lithium-Carbonat-Preis wird auch teurer werden. Wieder. Da ist man sich sogar sehr, sehr sicher und man ist sich auch sehr, sehr, sehr sicher, dass es trotzdem noch Lithium-Defizite geben wird in den nächsten Jahrzehnten. Es ist so, dass jetzt sehen wir gerade eine Überkapazität und alle sagen so nach dem Motto, ja, wir haben ja genug, diese Probleme gibt es jetzt alle gar nicht mehr, wir brauchen vielleicht gar keine Alternativen mehr, weil Lithium ist ja da. Die Wahrheit ist, dass das Wachstum der E-Mobilität und der Speicher und der erneuerbaren Energien auf dem ganzen Planeten natürlich, auch wenn wir jetzt so einen kleinen Abfall in der Beschleunigung sehen, der geht natürlich weiter. Und diese Probleme werden früher oder später wieder auf uns zukommen. Also sagen wir jetzt nur, weil wir hier eine kleine Veränderung sehen, dass wir abspringen. Das ist so, wie wenn du irgendwie in ETFs investierst oder in Aktien, dann siehst du einen kleinen Einbruch und dann sagst du, ich verkaufe alles, was ich auf 30 Jahre angelegt habe. Nicht so klug, würde ich mal sagen. Und nicht so klug wäre es, wenn wir dieses Thema Batterien jetzt einfach so unter den Tisch fallen lassen würden. Unsere Sendezeit ist aber vorbei. Wir haben ja gesagt, wir switchen um auf eine halbe Stunde. Aber der Tom hat in weiser Voraussicht gesagt, ich komme auch nochmal. Und genau das machen wir. Nächste Woche sprechen wir weiter über Batterien. Danke erstmal Tom Bötticher, dass du heute unser Gast warst. Und auch nächste Woche werden wir ihn wiederhören und weiter über Batterien sprechen. Bis dahin sage ich Tschüss und Bye-bye bis zur nächsten Woche. Tschüssi. Adios. Macht's gut, danke für die Einladung.